Hallihallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück zu einer neuen Folge von Better Minecraft auf dem Pumpkin-Kanal. In alter Frische wieder zurück. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum hat der Spasti einfach immer den gleichen Kleid an? Ja, ich bin natürlich ein Gamer, der hat natürlich immer die gleichen Sachen an. Und der rappt natürlich immer die Double Time. Aber ich kann nicht mal rappen, ich weiß nicht mal, wie das geht. So, und wo sind wir jetzt hier? Da hinten sind wir, oder? Ich glaube ja, wir sind... Oh, die Nacht bricht dann, Leute, die Nacht bricht dann. Das ist natürlich ganz kacke. Also, ich hoffe, ich sterbe noch nicht. Nein, ich sterbe noch nicht. So, wir beginnen uns erstmal nach Hause. Und natürlich nehme ich das alles natürlich am gleichen Tag auf. Darum habe ich die gleichen Kleider an, Leute. Bitte beruhigt euch. Die Meute sollte sich mal beruhigen. Sonst wird hier der Moderator noch sauer. Nee, da bin ich sauer. Der wird nie sauer. Ich bin eigentlich nie sauer. Ich bin so ein Mensch, der wirkt einfach nie sauer. Ist einfach immer so richtig entspannt. Oh, ey, der Schaf, das kann natürlich schweben. Natürlich. Spider-Schwein. Ich will dazu, Spider-Schwein. Oh, Schwein, geht ab, Digga. Oh, da haben wir es geklatscht. Oh, nee, der Baum. Hab ich das Zeug gekriegt? Keine Ahnung. Oh, da drin ist es. Und jetzt schnellstens rein. Der Schwein da hinten, es rennt auch weg. Gut, von hier. Und überlegen, so. Und jetzt bauen wir uns erstmal hier zu. Bam, boom. So, jetzt haben wir ein Bett auch. Können wir uns auch schleunigst mal ein Bett craften, wie der mal der eine oder andere vielleicht meinen würde. So, zack. Und jetzt machen wir hier die Crafting Table. Ist natürlich ganz super duper geil platziert. Was? So. Zack. Gibt's da ein Bett? Ja, yes! Ich habe auch gar nicht mehr so die Sachen alle im Kopf, weil das vergesse ich natürlich nach der Zeit ein bisschen. Und jetzt schlafen wir erstmal eine gediegene Runde. Und immer noch mit dem Rudo Place Shader für den einen oder anderen, der sich vielleicht verregt. Ey, Digga, was hast du für einen Shader drin? Und hier, Raw Mutton. Jetzt haben wir gebratenes. Schaffleisch, das finde ich, das wirklich cool, dass das eingeführt wurde und nicht immer nur das gleiche Zeugs. Also ja, ich meine, Schafe haben ja auch Fleisch und ja genau, ich gönne mir erstmal einen Döner, ein Döner. Schaffleisch, sind hier immer noch die Gegner? Oh, ich mache mir erstmal ein Steinschwert, immerhin. Zack, zack. Und dann gehen wir vielleicht auch mal meinen oder wir gehen noch ein bisschen erkunden, könnten wir auch. Also alles einfach so ein bisschen schön. So schön. Sind hier vielleicht noch Gegner? Man weiß nicht. Vorhin waren auf jeden Fall Gegner hier, aber jetzt scheinen sie sich verpisst zu haben. Das finde ich auf jeden Fall schön. So. Da ist natürlich ein Gegner. Den holen wir uns mit. Einen muss ich mitholen. Oh, da. Oh, hey, Digga, warum musst du mich sein? Am Tag greifen die doch nicht an, oder? Hey, Digga. Den greifen wir nicht an. Nee, ich habe ihn noch nicht geschaut. Nee, warum ich nicht angeschaut? Kommt jetzt auf mich? Nee, oder? Der ist nicht aggressiv, nee. Ist aggressiv? Nee, das ist... Nee, ja. Oh, ich habe gerade gedacht, Leute. Oh, nee. Ich habe jetzt keine Lust, wieder zurückzugehen. Ich crafte mir jetzt hier eine Axt. Ich habe mir jetzt spontan entschieden, einfach mal ein Dings zu machen. Aber ich finde das wirklich richtig cool. Ich nehme das wirklich gerade auch gerne so alles an einem auf. Oh, Getting Wood. Was? Ich habe doch schon vorhin Getting Wood. Ja. Egal, mein lieber Freund. Vielleicht muss ich das mit der Axt kriegen. So. Sollen wir jetzt mal das da... Aber ja, ich finde das Better Minecraft einfach schon ein bisschen cool. Es gibt dann auch Dynamit, das craften wir uns dann auf jeden Fall auch noch, wenn wir dann die nötigen Rohstoffe dazu haben. Haben wir dann noch Werfen und es gibt auch andere Verzauberungen noch. Das werden wir auf jeden Fall alles noch erforschen und werde ich euch alles auch noch zeigen im Laufe dieses Let's Plays. Würde ich auf jeden Fall richtig freuen. Und dieses Let's Play kommt höchstwahrscheinlich alle zwei Tage. Habe ich in der ersten Folge natürlich wieder mal vergessen zu erwähnen, wie intelligent ich bin. Habe ich natürlich alles vergessen. Kommt wahrscheinlich alle zwei Tage, bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht kommt dazwischen dann auch noch TTT. Also erstmal ein bisschen Pause von den ganzen Minispielen. Oh, den holen wir uns. Oh, da ein Bogen. Oh, Zauberten. Oh, aber richtig viele Dinger. Oh, können wir uns holen? Bringt uns das? Das bringt uns nichts. Scheiße. Oh doch. Nee, aber es bringt uns jetzt gar nichts. Scheiße. Das war jetzt nicht so intelligent. Ja, nee, dann lassen wir jetzt da. So. Aber ich glaube, ich werde erstmal nicht zu viel daran cutten. Erstens natürlich, weil ich natürlich keine Zeit habe. Also Zeitprobleme liegen natürlich, das liegt natürlich nah. Und oh, wir könnten diese Folge auch schon mal ein Weizenfeld so ein bisschen ansammeln. Dafür baue ich jetzt erstmal so ein bisschen Zeugs ab hier. Zack. Also ein bisschen Seeds, damit wir dann die Dings anfarmen können. Wie viel haben wir? 7 Seeds. Ja gut, das sind noch nicht so viele. Ja, ein bisschen mehr kriegen. Oh, da sind wir runtergefallen. So. Das. Den. Und ich spiele mit dem Dandelion Textpack für den einen oder anderen, der ist vielleicht verregt. Der Idee, was hat das für ein Textpack? Mit dem Dandelion. Ja. Und die Map finde ich auf jeden Fall richtig schön. Die wurde richtig schön generiert. Richtig schnieke, Leute. Erstmal richtig eine Backpfeife muss man da geben. So, den holen wir weg. Da ist natürlich nicht Natur hier. Ich will das natürlich alles naturgetreu halten. Oh, was? Was? Habe ich ja nicht gesehen. Oh.
Leute, schaut mal hier. Das Paradies, das Paradies. Ich lebe hier. Man sieht mich nicht. Ja, man sieht mich nicht. Wer bin ich? Ich bin einer von Ihnen. Leute. Trisha, bitte rufen Sie an. Ich baue hier mein Haus. Nein, ich nehme die mit und baue dann dort mein Haus. Richtig cool, einfach neben der Hütte. Oh, da ist natürlich ein ganz guter Kollege. Und, oh nein, es gibt eine 1 zu 10 Chance, dass ein Creeper jetzt... Oh nee. Yes. Oh, dass ein Creeper jetzt TNT droppt. Und 1 zu 10 Chance. Und wir kriegen erstmal ein TNT. Also auf jeden Fall richtig cool. Also ja, wir haben jetzt ein TNT gekriegt, weil wir eben richtig geile Banger sind. Nein, natürlich nicht wegen dem. Wir haben TNT gekriegt, weil wir... Warte, erstmal abbauen hier. Erstmal eine Kiste craften. Zack, eine Kiste brauchen wir auf jeden Fall. So, Kiste hier, zack, und dann hier das TNT. TNT haben wir eben gekriegt vom Creeper, der eben 1 zu 10 Drop-Chance hat, eben TNT zu droppen. Und was wollte ich jetzt machen? Ah ja, ein Feld. Zack. Ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Lösung ist, um hier was zu machen. Mache jetzt einfach YOLO. Nein, ich muss ja die Clean Stones holen. Scheiße. Also auf jeden Fall richtig krass. Und ich höre schon wieder Leute nebendran. Leute, ihr müsst mit mir bangen. Hoffentlich kommen die nicht rein. Die krassen Typen. Die krassen Banger. Na, warum sage ich immer nur Banger? So. Wir können das gerade hier im Wasser machen. Das ist auf jeden Fall richtig cool gerade. Das ist cool. So. 17. Oh, da können wir auf jeden Fall schon ein paar Sachen machen. Oh, nee, die Leute. Ja, Leute, sehen wir jetzt auch schon wieder. Wie angekündigt, kamen natürlich diese Spasten rein. Nein, natürlich Spaß, also. Das nervt mich ja manchmal ein bisschen. Aber da muss man halt mit leben, wenn man natürlich nicht alleine in einer Wohnung wohnt. Da muss man natürlich mit rechnen, aber das ist natürlich schlimm. Aber ja. Sind einfach Leute reingekommen. Das hat mich ein bisschen zur Fassung gebracht. Jetzt habe ich hier das Zeug angepflanzt und ich muss ein bisschen Essen craften. Backen. Backen vor allem. So, hier, an Backpfeife gebe ich dir mal, ey. So, jetzt haben wir hier 6, ich vergesse das Schaffleisch. Man sagt das so nie in Minecraft. Und jetzt muss ich mich so ein bisschen dran gewöhnen. Und jetzt holen wir uns erstmal hier die Pumpkins. Also die müssen wir uns auf jeden Fall holen. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Scheiße. Das ist auf jeden Fall gar nicht gut, ey. Scheiße. Jetzt holen wir uns erstmal die Pumpkins hier. YOLO, wie lange wir aufnehmen. Ich hole mir jetzt die Pumpkins. So. Och man, die Pumpkins sind richtig schöne Wesen. Richtig schöne Kreaturen. Oh, da oben ist einer gespawnt. Oh, hallo Pumpkin. Wir haben hier kein Face. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, ich darf nicht sterben. Nein, ich darf nicht sterben. Oh mein Gott, Leute, das war richtig krass, Leute. Ich hatte richtig Angst. Ich darf ja nicht sterben. Ich darf ja dreimal sterben, dann ist einfach Ende. Dann ist einfach Ende Gelände in der Hut, in der motherfucking Hut von den Dönerfleisch. Dönerfleisch, let's play, Gedöns. So. Ich wollte mich wirklich einmal habe ich wirklich überlegt, mich Dönerfleisch Let's Play zu nennen. Haben mir dann aber gedacht, nee, komm, das ist zu geil. Zu geil natürlich, so. Gib mir jetzt mal hier den da. Pumpkins, oh, die halten mir in Ehren natürlich. So, und ich schaue schnell mal kurz, luge ich hier mal nebendran. Und wir nehmen 8 Minuten ungefähr auf, ungefähr, man weiß es noch nicht genau. Mit dem Cut natürlich mittendrin, ist natürlich nicht so viel. So, nee, schlaf nicht. Hier, erstmal backen hier. So, und den da. Jetzt könnten wir uns erstmal schon auf die Suche... Dann machen in der nächsten Folge, können wir uns auf die Suche machen nach einer Höhle und wir haben natürlich schon eine Höhle gefunden. Oh nee, ist das überhaupt eine Höhle? Nee, das ist gar nichts. Ja, warte, ich habe eine Fackel. Zack, nee, das ist gar nichts. Scheiße, schade. Das wäre auf jeden Fall cool gewesen, wenn hier auch noch gerade eine Höhle neben dran wäre. Aber dann gehen wir erstmal natürlich da hinten schauen, aber dafür brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen Kohle. Oder die Kohle finden wir dann drüben, oder? Ja, die Kohle finden wir dann in der... Im Dings und haben wir Bones? Ja, wir haben 16 Bones. 16 Bones. Und dann können wir erstmal das machen und ein paar Brote craften. Dann. Oh, was mache ich? So. Den da. Zack. 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 Und zack, zack, zack. Ein Brot haben wir auf jeden Fall gesichert. Zack, 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 zack. Aber ich finde das auf jeden Fall cool, dass man hier so viel Bones kriegt. Da ist natürlich vielleicht ein bisschen zu viel. Die Drop-Chance sollte vielleicht ein bisschen eingedämmt werden. Ist natürlich aber egal. Ich finde es gar nicht so schade. Ich finde es eigentlich wirklich ziemlich cool, dass man das jetzt machen kann. Und 7 Seeds können wir auf jeden Fall gleich brauchen. Zack, 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 zack. Und den da, die Hake, können wir erstmal hier reinpacken. So, zack, 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 zack. So, so. 1, 2, 3. Und jetzt, wenn wir die doch abbauen, dann haben wir auf jeden Fall genug. Zack, zack. Oh, es leckt ein bisschen mit dem Shader. Das ist ein bisschen suboptimal, finde ich. Ach ja, aber Shader finde ich trotzdem richtig schön. So, den da. Habe auf jeden Fall schon ein paar Brote per Tour natürlich gleich. Warte, 1, 2. Nein, ich habe zu wenig. Was? Kann doch nicht sein, okay.
Aber egal. Egal. Komm nochmal zurück, Weizen, du scheiß Kackdings. So. Mal ausrasten hier. Zack. Den da. Und erstmal. Jetzt haben wir auch ein paar Brote. Und ich würde sagen, mit diesen geilen Broten, würde ich sagen, wäre es das gewesen für die zweite Folge. Und da ist drüben ein Creeper. Der macht mir ein bisschen Angst. Da hinten. Oh, mein Creeper, willst du mich ficken oder was? Nein, okay, Leute. Ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Weil es die zweite Folge von Better Minecraft. Dann, ja, würde ich sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Pumpkin. Tschüss.